Deutsche Serien und Filme haben hierzulande einen ziemlich schlechten Ruf. Und das, obwohl sie international immer beliebter werden. Denken wir zum Beispiel an Beat oder auch an die Deutschland-Serie. Aber ist das nur eine vorübergehende Erscheinung oder doch der Auftakt zu noch mehr großartigen deutschen Produktionen? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich Streaming? Darum geht's jetzt hier in diesem Video, also unbedingt dranbleiben. Mein Name ist Ren und das hier ist eine neue Folge Streamlab. Seid mal ehrlich, wie viele Serien schaut ihr? Also ich kann gar nicht sagen, wie viele aktuell auf meiner Watchlist stehen. Dafür gibt es mittlerweile auch viel zu viele gute Serien da draußen. Natürlich schaue ich auch Filme, aber an Serien liebe ich vor allem, dass man die Handlung und deren Charaktere wesentlich tiefer und auch umfassender erzählen kann. Aber keine Sorge, das hier ist kein Werbevideo, in dem ich euch erzähle, wie toll doch die Serien von Prime Video sind. Es geht eher um die Frage, was Streamingdienste wie Prime Video für deutsche Produktion bedeuten. Das Bingen von Serien ist wohl der Hauptgrund, warum Streaming so schnell erfolgreich wurde. Ich meine, Fernsehen oder Laptop an und beim Cliffhanger am Ende einer Episode einfach direkt weiterschauen. Kennen wir alle, oder? Und mal ganz nebenbei, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was war euer längster Serienmarathon? Aber Streaming hat nicht nur unsere Sehgewohnheit verändert, sondern uns auch viel mehr Möglichkeiten gegeben, Filme und Serien zu konsumieren. Denn schaut ihr nicht auch immer öfter Inhalte, von denen ihr vorher noch nie was gehört habt? Ich meine, selbst mit meinem breiten Wissen stelle ich immer wieder fest, dass ich Produktionen entdecke, von denen ich vorher wirklich nie was mitbekommen habe und nur durch Plattformen wie Prime Video darauf aufmerksam gemacht werde. Legale Streamingdienste haben also mein Leben verändert. Doch noch so viel mehr. Schaut man sich zum Beispiel Serien wie The Boys, Carnival Row oder The Last Tycoon an, dann muss man sagen, dass die Qualität von Serien heutzutage mit der des Kinos gleichzusetzen ist. Weshalb viele übrigens zu Recht vom goldenen Zeitalter der Serien sprechen. Und das gilt nicht nur für amerikanische oder britische Produktionen, sondern weltweit. Aber okay, seid mal ehrlich. Gehört ihr zu dem Lager, deutsche Filme und Serien sind schlecht? Okay, ich kann mich jetzt auch nicht davon freisprechen. Ich habe das bestimmt schon mal irgendwann gesagt oder gedacht. Ich meine, in der Vergangenheit bedienten erfolgreiche deutsche Filme vor allem die historischen Klischees. Man denke zum Beispiel an Der Untergang oder Das Leben der Anderen. Definitiv gute Filme. Aber vor allem durch Streaming-Anbieter hat sich einiges in und für Deutschland geändert. Denn auch wenn es definitiv früher schon gute Filme und Serien hier aus Deutschland gab, muss ich persönlich sagen, dass die meisten davon doch ziemlich langweilig waren. Also so richtig 0815. Oder nicht? Zig Krimis mit der immer selben Currywurstbude, romantische Komödien, die mehr albern als witzig sind und eben die historischen Erzählungen. Geschichtsunterricht mit erhobenem Zeigefinger. So richtig spannend waren die wenigsten und wenn man die Qualität mit ausländischen Produktionen vergleicht, selbst nur hier in Europa, hing Deutschland schon ziemlich hinterher. Und dann kam Streaming. Mein Eindruck ist, dass Streaming zu einer neuen Film- und Serienart in Deutschland geführt hat. Vor 2014 kam es mir oft so vor, als würden die Produktionsstudios hier aus Deutschland immer nur auf Nummer sicher gehen. Schließlich will man ja auch keine Verluste schreiben und deswegen setzte man oft auf Altbewährtes. Genrefilme und experimentelle Ideen hatten es bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei den Filmförderungen eher schwer. Doch wir, die Plattform wie Prime Video, haben den deutschen Produktionsfirmen gänzlich neue Wege eröffnet. Wege, auf denen man außergewöhnliche und extravagante Inhalte zulässt, wo Filmemacher sich ausprobieren und aus dem typisch Deutsch ausbrechen können. Deutschland oder Beat sind definitiv solche Beispiele. Man kann sie mögen oder auch nicht. Fakt ist, sie sind international erfolgreich. Plötzlich können deutsche Serien mit Hollywood-Produktionen mithalten und bewahren sich dennoch ihren ganz eigenen unverwechselbaren Charme. Diese neuen Wege haben aber auch dazu geführt, dass bekannte Sendergruppen, die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch Filmverleiher die Ausrichtung ihres Contents immer mehr verändern. Sie lassen immer mehr Extravagantes, Außergewöhnliches zu. Dadurch sind in den letzten Jahren immer wieder Filme und Serien entstanden, die definitiv nicht unter das Label typisch deutsche Produktion fallen. Diese Veränderung am Markt ist natürlich noch voll im Gang, lässt aber positiv in die Zukunft blicken. Die Auswirkungen dieser neuen Wege sind aber noch viel, viel größer. Zum Beispiel im Serienbereich. Immer wieder liest man, dass beliebte, von Networks produzierte Serien abgesetzt, aber dann von Streamingdiensten gerettet werden.
So zum Beispiel die gelungene Serie The Expanse von Prime Video gerettet. Solche Serienrettungen gibt's aber mittlerweile auch in Deutschland. Zum Beispiel Der Lack ist ab oder Pastewka. Beim Publikum sehr beliebte Serien, die aber wegen der berüchtigten Quote abgesetzt wurden. Durch Prime Video wurden sie aber wiederbelebt. Ein anderes gutes Beispiel ist die Serie Deutschland. Im deutschen TV ist sie total untergegangen. Bei Prime Video wird sie aber international gefeiert. Ach, und apropos die Serie Deutschland, unter dem i-Punkt findet ihr interessante Fakten zur Serie. Zurück zum Thema. Als Serien- und Filmfan muss man von dieser Entwicklung einfach begeistert sein, denn die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Und ganz ehrlich, in meinem Umfeld, wo es sonst immer hieß, deutsche Produktionen sind schlecht, schwanken die Meinungen immer öfter. Denn endlich gibt es immer mehr Ausnahmen von der Regel. Und diese Ausnahmen haben noch einen ganz anderen Effekt. Die Internationalisierung. Denn wenn Serien und Filme aus Deutschland international zur Verfügung stehen und dann auch gesehen werden, bedeutet das für die Schauspieler, Schauspielerinnen sowie Filmemacher und Filmemacherinnen Bekanntheit über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Durch die neuen Anbieter aka Auftraggeber haben nicht nur die Filmemacher und Filmemacherinnen aus unserem Land die Chance, neuartige Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen, nein, auch die Menschen vor der Kamera profitieren von dieser Entwicklung. Nach einer international erfolgreichen Serie werden sie plötzlich in anderen Ländern erkannt und sogar nach Autogrammen gefragt. Das war früher fast unvorstellbar. Naja, bis auf ein paar Ausnahmen. Als deutscher Schauspieler, Schauspielerin lebt man damit auch irgendwie im goldenen Zeitalter. Denn wenn man in einer Serie oder einem Film für einen VOD mitspielt, ist das schon fast so, als würde man einen Kinoblockbuster drehen. Und da die Inhalte meist anders, aufwendiger und experimenteller sind, können deutsche Schauspieler, Schauspielerinnen auch mal aus diesen klassischen Rollen ausbrechen und facettenreichere, interessantere Charaktere spielen. Sie können mit internationalen Kollegen zusammenarbeiten, sie können aufwendigere Action-Szenen drehen. Und wenn deutsche Serien und Filme international erfolgreich sind, steigt auch die Nachfrage nach deutschen Produktionen. Das bietet vor allem unbekannteren Schauspieltalenten die Möglichkeit, sich einen Namen zu machen und das Publikum von sich zu überzeugen. Für uns, aber auch für die Schauspieltalente, ist das doch gut, oder? Ich glaube ja, dass das alles nur der Anfang ist. Der Anfang einer Zeit, wo deutsche Filme und Serien kaum noch von internationalen Produktionen zu unterscheiden sind. Eine Zeit, in der wir stolz auf die Werke aus dem eigenen Land sind. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie steht ihr denn zu dem Thema? Schreibt mal gerne eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich drauf. Ja, meine lieben Prime-Video-Freunde, das war's mit dieser Folge Streamlab. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und damit ihr erinnert werdet, schön die Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, ciao. Doch noch so viel mehr. Schaut man sich zum Beispiel... Wieso? Ach, und Sie können natürlich auch mit... Sag mal, lauter geht's nicht, oder was? Nur weil mir Plattformen wie Prime Video diese in den Fokus stellen. Das ist jetzt...